Mein Name ist Lauris Uljans und ich gehöre zu den ersten Absolventen des deutschen Sprachdiploms in Lettland. Zu Hause habe ich immer deutsches Fernsehen gehabt und habe mir Zeichentrickfilme auf Deutsch angeschaut. Da ich von den Zeichentrickfilmen schon Deutsch verstehen konnte, habe ich Deutsch als eines meiner Fremdsprachen gewählt. Ich und ein paar meiner Kollegen in der Schule waren sehr sprachbegabt, aber auch faul. Und unsere Lehrerin Mara Lapinja hat uns immer motiviert und ohne sie hätten wir das deutsche Sprachdiplom nie erwerben können. Heute bin ich ein Pilot bei einer englischen Fluggesellschaft und natürlich ist Englisch die erste Sprache der Luftfahrt. Aber wenn wir zu einer deutschsprachigen Destination fliegen, mache ich die Ansagen immer auch auf Deutsch. Und natürlich schätzen es die Passagiere, dass jemand von der Besatzung sich auf deren Sprache kommunizieren kann. Ich hatte viel Glück, dass in meiner Schule wir Englisch, Deutsch, Russisch und auch Schwedisch und Französisch als Fremdsprachen wählen konnten. Und ich selbst bin relativ fließend in sechs Sprachen. Also die sechs, die ich sprechen kann, sind natürlich Lettisch, das ist meine Muttersprache, Russisch, Englisch, Deutsch, Spanisch und auch Polnisch. Meiner Meinung nach ist jede Fremdsprache sehr wichtig und auch ein Zeichen der Intelligenz. Warum ich mich für die deutsche Sprache entschieden habe, das war nicht meine Entscheidung, das haben die Eltern für mich entschieden. Es war eine Zeit, die voller von Veränderungen war und meine Eltern haben damals die Ahnung gehabt, dass Deutsch irgendwie wichtig sein wird in Europa. Was mir beim Deutschunterricht gefallen hat, ist, glaube ich, da wir sehr viele deutsche Fächer hatten, deutsche Geschichte zum Beispiel oder auch deutsche Literatur, gab es eine sehr große Bandbreite an Themen, die behandelt wurden. Also das war sehr interdisziplinär, das hat mir sehr gut gefallen. Deutsch spielt eine sehr große Rolle in meinem Leben. Ich habe nach dem Abitur ein Germanistikstudium angefangen an der Universität Lettland. Dies führte bald zu den ersten Stipendienaufenthalten in Deutschland. Den Großteil meiner Studienzeit habe ich in Deutschland absolviert. Und vor allem diese Auslandserfahrung, die ich sozusagen durchgemacht habe, hat mir sehr viel gebracht, abgesehen natürlich von ein Studium, das anders aussieht als ein Studium in Riga oder in Lettland, hatte ich auch die Gelegenheit, meine eigene Kultur oder die Eigentümlichkeit meiner eigenen Kultur sozusagen zurückgespiegelt zu bekommen, während ich in Deutschland war. Sozusagen diese Auslandserfahrungen sind die ersten Impulse, die einen sich selbst besser kennenlernen lassen. Das war bestimmt ein entscheidender Beitrag. Ja, und als ich meine Promotion in Germanistik hinter mir hatte, habe ich 5 Jahre an der Universität Lettlands als Forscher und als Hochschullehrer gearbeitet. Nachher ging ich in die freie Wirtschaft. Und überraschenderweise, oder vielleicht wenig überraschend, hat auch hier eigentlich die deutsche Sprache für mich viele Türen geöffnet, die sonst verschlossen geblieben wären. Eigentlich bei jeder Arbeit, die ich gemacht habe, seit ich das Gymnasium Ahrenskanz abgeschlossen habe, bei jeder Arbeit spielte Deutsch bestimmt eine Rolle und meistens eine entscheidende. Deutsch ist für mich ein Teil meiner Identität. Es ist ein Teil meines Wesens geworden. Das geht vor allem wahrscheinlich los mit dem Studium in Deutschland. Das hat mich bestimmt sehr stark geprägt, auch meine Mentalität, auch meine Weltanschauung. In sehr vielen Bereichen, besonders in der freien Wirtschaft, kann man dieses Motto
Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus, bestimmt bestätigen. Auch in der öffentlichen Arbeit gibt es sehr viele Möglichkeiten für diejenigen, die der deutschen Sprache mächtig sind. Hallo, ich heiße Laura Ditscher und ich komme aus Bargeis Gymnasium Valmier, Klasse 10c. Meine Schule ist eine von 15 Desdet-Schulen in Lettland. Seit 2000 haben 69 Schulen Desdet-2-Prüfungen Bargeis Gymnasium Valmier gemacht. Seit letztem Jahr kann man auch hier Desdet-1-Diplom bekommen. Diese Prüfung habe ich letztes Jahr bestanden und Niveau B1 nachgewiesen. Zuerst möchte ich mich Oksana Lanos vorstellen. Im Jahr 2008 hat sie diese Prüfung auf dem höchsten Niveau bestanden. Sie hat in Deutschland studiert und jetzt lebt sie da. Deshalb nutze ich die sozialen Netzwerke, um mit ihr zu kommunizieren. Was und wo haben Sie nach der Schule an der Universität studiert? Genau. Und dann habe ich erst internationale Beziehungen studiert. Das Programm war halb Englisch, halb Lettisch. Das war International Relations European Studies. Während des Studiums hatte ich diese engen Verbindungen nach Deutschland die ganze Zeit auch gepflegt. Ja, das heißt, ich bin immer dahin gefahren, ich habe auch meine Gastfamilie besucht. Warum haben Sie sich für das Studium in Deutschland entschieden? Während meines Bachelorstudiums in Lettland hatte ich die Möglichkeit, mit Erasmus nach Deutschland zu gehen. Das heißt, ich war für ein Semester in Bonn, an der Universität Bonn. Und das war wiederum eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Ich komme zurück, ich gehe auf jeden Fall hin. Und das hat dann meine Entscheidung bewirkt, da tatsächlich an einem Masterstudium mich an der Universität Bonn zu bewerben. Und ich habe den Platz bekommen. Ich habe auch im zweiten Jahr habe ich mich für das DAAD-Stipendium beworben und das habe ich auch bekommen. War das der Diplom und Ihre Deutschkenntnisse für das Studium in Deutschland wichtig? Zum ersten Mal war das in meinem Austauschsemester, also während der Erasmus-Zeit, wichtig, denn das Studium war auf Deutsch. Also die Professoren hätten zwar jetzt Englisch verstanden, aber das Studium war auf Deutsch. Ich kann das Diplom für mich weiterhin einsetzen, weil ich mich nämlich jetzt für eine deutsche Staatsbürgerschaft bewerbe. Also ich werde einen deutschen Pass erwerben, weil ich hier schon seit 7 Jahren wohne. Und das ist genau dasselbe. Ich muss nachweisen, dass ich Deutsch kann. Und das kann ich mit dem Diplom machen. Also. Genau, jetzt lebe ich in Frankfurt. Ich arbeite als Projektassistent. Und mit meinem internationalen Hintergrund bin ich dadurch natürlich hoch begehrt für diese Arbeit, auch dank der Sprachkenntnisse. Man erkennt mir nämlich nicht mehr an, dass ich nicht Deutsch bin. Die Menschen hören mich sprechen und sind davon überzeugt, dass ich hier aufgewachsen bin. Genau. Ich bin jetzt vollkommen integriert. Ich werde einen deutschen Pass bekommen und werde vielleicht während des Lebens nochmal auswandern, weil ich noch weitergehen möchte, weil ich jetzt zwischen Deutschland so gut kenne und die Menschen so gut kenne und die Kultur so gut kenne. Ich finde das klasse, ich fühle mich hier wohl und ich glaube, ich möchte noch mal ein bisschen weiter reisen, noch mal ein bisschen weiter leben. Was sind Ihre Empfehlungen für diejenigen, die sich zweifeln, ob sie Deutsch lernen und die DSD-Prüfung ablegen möchten? Kann ich nur dazu raten, sich Gedanken zu machen, was haben Sie davon? Was haben Sie davon, wenn Sie diese Prüfung abgelegt haben? Sich die Möglichkeiten vor Augen zu führen, sich Gedanken machen über die Zukunft. Was würde mir dies helfen? Ich kenne das von mir aus, für diese Prüfung zu lernen, es ist anstrengend, es ist schwer. Und da muss man ordentlich Arbeit reinstecken. Und das wünsche ich allen, die in diesen Weg gehen, dass sie diese Prüfung machen. Ja, findet das, was dich begeistert und findet das, wie hilft dir diese Prüfung, da hinzukommen. Ich weiß nicht, was Sie machen, liebe Zuschauer, aber ich bin mir sicher, ich mache in 2 Jahren DSD-2-Prüfung. Ich glaube, es lohnt sich.
Guten Tag, mein Name ist Karl Blums. Ich habe vor einem Jahr das staatliche deutsche Gymnasium Riga absolviert und das DSD 2 bekommen. Gerade jetzt studiere ich in Deutschland an der Technischen Universität München. Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, euch alle mit dem zweiten deutschen Sprachdiplom zu gratulieren. Diese Leistung ist auf gar keinen Fall zu gering einzuschätzen, denn entlang des Weges war es wahrscheinlich nicht nur eitel Sonnenschein. Seit 2004, ich hatte 12 Jahre selber mit Deutsch gekämpft, um das Diplom zu bekommen. Die Entscheidung, die deutsche Sprache zu lernen, haben eigentlich meine Eltern gemacht. Als mein älterer Bruder die Schule angefangen hat, hat er auch zufällig Deutsch gehabt. Und danach ist meine Familie nach Riga umgezogen und meine Eltern wollten, dass mein Bruder auch Deutsch weiterlernt. Und so bin ich in einer Schule gelandet, wo man Deutsch lernen kann. Dieser Zufall hat indirekt mein Leben beeinflusst, indem ich jetzt alltäglich Brezeln essen kann und natürlich auch in Deutschland studieren kann im Bereich molekulare Biotechnologien, was in Lettland eigentlich nicht möglich wäre. Und was ich euch allen raten möchte, egal ob bezüglich der Wahl der Fremdsprachen oder einfach Leben, macht wirklich das, was euch allen Spaß macht. Dankeschön. Mein Name ist Edgar Sulchmels und ich habe das deutsche Sprachdiplom in 2003 gemacht, hier in Riga. In welcher Schule war das? Das war das erste staatliche Gymnasium Riga. Nach dem deutschen Sprachdiplom habe ich direkt im Anschluss dann ein Studium in Karlsruhe im Maschinenbau aufgenommen. Und nach dem Studium habe ich ein Jahr in Hamburg gearbeitet und dann 5 Jahre an der Technischen Universität München als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet und habe dann in München 3 Monate bei einem Automobilzulieferer gearbeitet und fange jetzt dort auch in München als Consultant an. Und während des Studiums habe ich ein Praktikum in Berlin gemacht und eine Diplomarbeit in England. Also von daher hat mir das deutsche Sprachdiplom schon ziemlich viel eröffnet. Mit Deutschland, ich würde jetzt weniger sagen mit der deutschen Sprache, weil ich auch in dieser Zeit zum Beispiel ein halbes Jahr in England gelebt habe und auch regelmäßig in Lettland war. Aber die Zeit seit dem deutschen Sprachdiplom habe ich im Prinzip in Deutschland verbracht. Ja. Weil ich habe mich im Maschinenbau spezialisiert und im Maschinenbau ist eigentlich Deutsch die Sprache Nummer 1. Also auch das kann ich sagen, da ich meine Diplomarbeit in England gemacht habe. In technischen Fächern ist Deutsch schon Weltführer, also von daher kommt man gerade im technischen Bereich nicht um Deutsch herum. Also Englisch ist natürlich die Hauptsprache im globalen Bereich, aber die Grundlagen in technischen Fächern sind erstmal auf Deutsch, sowohl in Deutschland selber als auch dann im weltweiten, weil Deutsch da schon führend ist. In meinem eigenen Leben kann ich da schwer differenzieren. Also jetzt wahrscheinlich gerade in meinem neuen Job werde ich alle meine Berichte auf Englisch schreiben und gleichzeitig im Büro dann auf Deutsch kommunizieren. Also von daher ändert sich ständig, verteilt sich aber ziemlich gleichmäßig. Ich würde es ganz rational betrachten, einfach behaupten, dass man in Deutschland, und damit man in Deutschland überhaupt studieren kann, muss man Deutsch auf dem Niveau beherrschen, eigentlich ziemlich gute Bedingungen vorfindet, im Gegensatz zu vielleicht anderen Bereichen oder anderen Ländern in Europa, was ich jetzt zwar nur aus meiner Perspektive behaupten kann, aber das, was ich erlebt habe, ist in einem ziemlich hohen Niveau, also von daher kann man schon diese Zeit und die Arbeit investieren, also es lohnt sich auf jeden Fall. Deutsch ist für mich schon immer die Grundlage für das Weiterkommen gewesen. Hallo Schüler der Jugler Mittelschule Riga. Mein Name ist Arthos und habt ihr das bemerkt? Lamborghini an meinem Arbeitsplatz. Okay.
ganz kurz mal. So, hier ist mein Büro. Ich setz mal. Vācu valoda es ļoti daudz sāku jau skatīties bērnībā Vācu televīziju Pro 7 RTL, un es domāju, ka tas man ļoti palīdzēja iegūt labāku priekšstatu par pasauli, jo tā informācija, kas, manuprāt, 90. Gadu sākumā bija Vācu televīzijā, bija krietni bagātāka nekā tā bija Latvijā. Tālāk jau pamatskolā, kad bija izvēle, varēja izvēlēties mācīties krievu valodu vai Vācu valodu kā otro valodu, man loģiski izvēle bija Vācu valoda, tāpēc, ka es šo valodu jau mazliet zināju, un man bija vēlme šo valodu tā kā attīstīt tālāk. Manuprāt, valoda vispār ir tāda ļoti liela bagātība. Zum Beispiel, ich spreche ja fünf Sprachen, also Englisch, Deutsch, meine Mutter spreche Lettisch, dann Russisch, und también hablo Español, also spreche auch Spanisch. Ich habe in Spanien 3 Jahre gelebt. Un valodas ir kaut kas tāds, ko tev neviens nevar atņemt, un ar valodu nekur pasaulē nepazudīs. Tas ir ļoti labs ieguldījums sevī, savā inteliģencē un savā arī, teiksim, profesionālajā attīstībā. No visām svešu valodām vislielākā saistība manā dzīvē tomēr ir bijusi ar vācu valodu. 2005 habe ich das deutsche Sprachdiplom erworben und dann 2005 bis 2006 in ein Austauschprogramm in Lübeck studiert, an der Fachhochschule Lübeck. Und die deutsche Sprache und die Kenntnis von der deutschen Sprache und auch das deutsche Sprachdiplom hat mir geholfen, meinen ersten Arbeitsplatz zu finden. Das war in einer Landwirtschaftsfirma hier in Lettland und der Eigentümer war ein Deutscher. Und die deutsche Sprache hat mir sehr geholfen in diesen 4 Jahren, die ich da gearbeitet habe. Auch heute habe ich verschiedene Businesspartner, mit denen ich Deutsch spreche. Manuprāt, ja tu ar cilvēku runā viņa mācu valodā, šī saruna norisinās visam citā līmenī, un es pieļauju, ka arī mans vācu valodas zināšanas ir noteikti noderējušas un ir atbildīgs par vairākiem veiksmes stāstiem, teiks, manā profesionālajā karjerā. Galā, kas dar mūs laimīgs? What makes us happy? Overcoming challenges makes us happy. Un ich denke auch, dass das deutsche Sprachdiplom ist ein challenge. Un kā jau jebkur izaicinājumu to pārvarot, pirmām kārtām, tā ir profesionālā izaugsme, un tas ir kaut kas tāds, kas jums būs noderīgs visu savu atlikušo dzīvi. Es domāju, visiem nav jābrauk ar Lamborghini, bet tas noteikti ir kaut kas tāds, kas darīs jūs laimīgi un laimīgs. Pelnīs ir būt tik viens. Tā kā lai jums veicās un čau! Dass ich in meinem Leben Deutsch lerne und danach auch mein Leben damit verbinde, so eng, das war eine eigentlich nicht, das war eine indirekte Entscheidung, weil in der ersten Klasse, ich bin auch in der Grundschule Ahrensgans gegangen und damals war mir eigentlich als so ein kleines Kind eigentlich egal, was für eine Sprache ich da lerne. Und das wurde mir erst in der Gymnasium klar, dass ich mein Leben danach auch mit Deutsch verbinde. Danach bin ich auch nach Deutschland gegangen. Ich habe DAAD-Stipendium bekommen und auch DSD-Prüfung sicherlich gemacht. Jetzt bin ich im Master und Deutsch ist jetzt eine Sprache, wo ich täglich studiere, arbeite, lebe. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass ich auch das Stipendium bekommen habe und auch allen Lehrern und den gesamten Lehrkräften hier in meiner Schule, die mich unterstützt haben und geholfen haben. Und damit ich dann jetzt da sein kann, wo ich jetzt bin. Mindestens in deutschsprachigen Ländern ist Deutsch auf jeden Fall auch ein Muss und auch ein Soll. Aber wenn man auch nach dem Studium irgendwo anders reisen, also irgendwo anders gehen will, um zu arbeiten, auch vielleicht weiter zu studieren, wird Deutsch sicherlich helfen. Aber ich würde auch in die Länder, die nicht direkt deutschsprachig sind, auf jeden Fall auch Englisch. Ich wünsche allen die Leuten, die momentan schon den DSD-Diplom haben, Mut zu haben, wirklich die Grenzen zu pushen und weiter ins das ganze Welt zu gehen und für sich neue Sachen entdecken und keine Angst haben, auf Deutsch auch tatsächlich zu studieren.